Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3, dem Remake. Ja, in der letzten Folge war ja schon, wieso habe ich jetzt 3 dabei? Ich hoffe, dass ich eins zurücklegen kann. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es ja nicht. Ich mache mal die Blendgranaten vielleicht lieber rein. Ich hoffe, dass wir niemanden blenden müssen. Wir haben, glaube ich, auch alles an Munition in der letzten Folge rausgeholt. Außer die Pistolenmunition, die sehe ich gerade. Die können wir direkt mit auffüllen. Das ist ja okay. So, wir müssen Jill beschützen. Und da sich das draußen gar nicht gut anhört, ja, wir schauen erstmal nach. Ich versuche, die Fensterrollläden zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche, das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Scheiße. Ja, was ist das? Okay, jetzt fängt der Spaß richtig an. Ich dachte eigentlich, das wäre Munition. Dann gehe ich erstmal in die Ecke. Oh, nicht nachladen jetzt. Ups. Also im Ziel bin ich jetzt heute irgendwie nicht ganz so toll, ne? Nein! Scheiße. Finde den Schalter, er muss irgendwo sein. Welche Schalter? Oh fuck. Ja, dann mach hinne. Carlos! Fuck. Die Tür!
Scheiße. Nein! Du sollst... Oh, bist du denn dämlich? Nimm dieses Scheiß... Hallo? Nimm dieses Kackgewehr. Was macht der denn? Wieso nimmt der das nicht? Jetzt auf einmal geht's dann doch, oder was? Dein Ernst? Schieß! Nein! Och man, du sollst ausweichen. Ausweichen ist zu schwer, ne? Ich merk schon. Nein. Hallo. Wieso nimmt der die Pistole nicht? Was soll das? Jetzt muss ich nur noch aufräumen. Hallo. Oh, fuck. Oh, fuck. Carlos! Du willst den Pfeiler mit dem Sprengstoff umhauen! Den hier? Okay. Moment, wie viel haben wir noch? Nur noch 200 Schuss. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Okay. Wieso wechselt der ständig die Waffe? Oh Mann. Carlos, alles okay? Nein. Nicht wirklich. Zumindest ist es vorbei. Ich komme zurück. Stoff wirkt. Gut. Gehst du da raus? Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprech mit der Regierung. Sag ihnen, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Dein Ernst jetzt? Ein Glück, dir geht's gut. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Genau. Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn Sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober? Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Nein, das kann nicht sein. Dies ist kein Test. Hat die jetzt ernsthaft die ganze Zeit auf dem im Rücken hängenden Granatwerfer gelegen?
Das geht ja mal gar nicht. Jetzt haben wir so lange Jill nicht mehr gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir hier alles drin haben. Wir kombinieren mal. Ja, das passt leider nicht ganz. Schade. Die Waffe ist auch voll. Da könnten wir jetzt theoretisch die Minen reinmachen. Aber ich lasse das jetzt erstmal, weil ich ja noch nicht weiß, ob wir die Minen überhaupt brauchen. Vielleicht brauchen wir die Minen ja auch gar nicht und es ist besser, mit den anderen zu schießen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich würde jetzt mal eigentlich sagen, wir haben so viel Heilung dabei, dass wir da ein bisschen was von wegtun. Ist ja eigentlich, oh, es ist was Neues. Was? Eine G18-Pistole. Da haben wir gar keinen Platz mehr für. Okay, da müssen wir wirklich erstmal Platz machen. So, das grüne Kraut kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Lalalala. Ja, ich würde sagen, dass wir die. Ich weiß nicht, sind das die gleichen Patronen? Normalerweise müsste der wahrscheinlich die gleichen Patronen nutzen, oder? 9 mm. Ja, das sind die gleichen Patronen. Da der natürlich ein bisschen schneller verschießt, wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir die mitnehmen. Ach, vom Sturmgewehr die Patronen. Die könnten wir auf jeden Fall wegtun. Ich schau mal eben, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. War ich hier nicht gerade schon? Okay. Nee, ich glaube, wir haben jetzt hier alles aufgesammelt. So, dann machen wir die auch weg. Die Minen tun wir auch erstmal weg. Eigentlich könnte ich dann den Granatwerfer auch wegtun, aber vielleicht kriegen wir ja noch irgendwelche Granaten unterwegs. Da müssen wir dann mal gucken. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Das ist beides eine 9 mm Pistole. Ich weiß nicht, ob die besser ist. Das ist das Problem. Wenn ich die jetzt mitnehme und die andere zurücklasse und die ist doch nicht besser, dann habe ich natürlich ein Problem. Aber ich denke mal, ich werde die trotzdem mitnehmen. Schade, dass man da nichts mit der Waffe machen kann, dass man ja die erstmal leer schießen kann. Ja, ich verstaue die erstmal so. Dann müssen wir mal eben schauen. Schnellzugriff nach oben. So, dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Bei den 19 Patronen bin ich mir noch nicht so sicher. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt alles unterwegs noch bekommen werden. Und ich weiß nicht, da wir ja schon die Hunter hatten bei Carlos, ob wir nicht mit ihr jetzt auch die Hunter bekommen. Normalerweise sollten wir die ja schon bekommen. Ja, ein bisschen Schiss habe ich schon, aber naja. Gut, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal speichern unterm Carlos. Und dann werden wir mal schauen, bevor wir jetzt noch alles machen, was wir hier machen können. Und ich denke mal, dass wir noch einiges machen können. Also ich würde gerne. Ach, da ist eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, ist die noch verbarrikadiert oder was? Ich würde gerne die Bereiche abgehen, wo wir vorher mit dem Carlos nicht rumgehen konnten. Weil hier ist noch ein einfaches Schloss, wo wir noch was einsammeln können. Dann war hier oben ja noch ein einfaches Schloss, wobei das natürlich der Raum war, glaube ich, wo die vielen Zombies waren. Ich weiß nicht, ob sich das einfache Schloss dann da lohnt. Andererseits, nachher ist da irgendwas für eine Waffe drin oder so, dann, naja, lohnt es sich doch wieder. Das ist halt scheiße irgendwo. Im Behandlungszimmer haben wir nicht alles gemacht. Da war aber kein einfaches Schloss mehr, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ein bisschen Bedenken habe ich schon, da jetzt überall nochmal durchzulaufen, aber. Wir werden sehen. Hier oben, genau, da war auch noch ein einfaches, ups, da war auch noch ein einfaches Schloss, da wo die durchgebrochen kamen. Da müssen wir noch mal hin. Und hier haben wir nicht alles gefunden. Das weiß ich immer noch nicht, was das sein soll, weil ich da nämlich durch das ganze Ding durchgelaufen bin. Kann aber auch sein, dass da noch was für ein Dietrich war. Das werden wir auf jeden Fall alles noch machen. Und ich befürchte leider, dass uns auch noch der ein oder andere Hunter über den Weg läuft. Ich kann nur hoffen, dass wir den mit der Schrot einigermaßen hinbekommen. Ich weiß ja, dass man eigentlich die Magnum braucht für die Hunter, aber die haben wir ja leider nicht. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass wir das mit der Schrote hinbekommen. Werden wir aber definitiv in der nächsten Folge machen,
weil ich jetzt erstmal tief durchatmen muss von dem Ansturm gerade und dass wir das quasi gerade so noch geschafft haben. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.